Also ein No-Go ist, wenn ein Gründer hereinkommt, einen Prototypen hat oder nur eine Idee hat, nicht mal eine Geschäftsidee und eine immens hohe Bewertung seiner Firma oder seiner zukünftigen Firma hier aufruft, wo man dann gleich das Gefühl hat, aha, du willst überhaupt keinen Deal, sondern du willst nur Sendezeit. Womit können Gründer bei Ihnen punkten? Mit welchem Auftreten? Sie können auch, wenn Sie super vorbereitet sind, natürlich, wenn Sie ein innovatives Produkt haben, wo man sagt, wow, darauf hat man schon gewartet, das ist ein Mehrwert, dafür gibt es einen Markt. Wie gesagt, wenn Sie eine super Geschichte dazu haben, wenn Sie total komplementär aufgestelltes Team haben und wenn man das Gefühl hat, da ist jemand, der will wirklich, wirklich Unternehmer werden. Der hat Biss, der hat ein Ziel, der hat einen Willen und der will daran arbeiten. Ist es dann ein Gefühl oder ist es eine rationale Entscheidung, dass Sie sagen, das ist ein Startup, da möchte ich investieren? Also am Anfang ist immer sehr viel Gefühl dabei. Am Anfang ist so ein bisschen, wie findest du den Gründer? Das ist so der erste Eindruck, wenn er vor einem steht, wenn er durch den Gang hereinkommt. Aber man muss dann immer so das Gefühl dann ein bisschen auch abschalten, sondern muss dann schon ein bisschen rational auch denken. Wie ist das Produkt? Gibt es dafür einen Markt? Ist es innovativ? Und dass sie auch die Zahlen anschauen. Wenn Sie denn in der kommenden Staffel ähnlich viel Geld in die Hand nehmen? Also ich bin zufrieden. Ich habe ein, zwei Investments, wo ich total happy bin. Bei den anderen Investments, das sind kleinere Investments, muss ich schauen. Sind wir am Arbeiten. Und was hat Sie jetzt an der neuen Staffel besonders begeistert an den Kandidaten? Also die sind sehr, sehr innovative Produkte, die da sind. Und was mich gefreut hat, diesmal waren auch mehr Frauen dabei. Was war rückblickend denn Ihr bestes Investment? Mein bestes Investment überhaupt, und ich glaube, es war auch das beste Investment, was je in der Höhle der Löwen gewesen ist, war Rotatrop. Und ich bin sehr froh, dass Sie sich für mich entschieden haben, weil man muss vorstellen, nach 1,5 Jahren jetzt schon, also im zweiten Jahr schon 20 Millionen Umsatz. Nächstes Jahr erwarten wir 50 Millionen Umsatz und haben jetzt schon eine Firmenbewertung von 80 Millionen. Warum ist denn für Sie als Investorin DADL interessant? Also ich finde es eine ganz, ganz tolle Sendung. Nicht nur, dass man dann selbst investieren kann und dort sitzt auf einem tollen Stuhl, sondern die Außenwirkung, die diese Sendung hat. Wir haben ja jetzt schon Gründerinnen und Gründer, die hereinkommen in die Sendung und sagen, wow, ich habe mich eigentlich nur selbstständig gemacht, weil ich die erste oder zweite Staffel damals gesehen habe. Ist doch toll, oder? Ist doch Krimi-preisverdächtig.